Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir spielen den Prolog zur Alpenghoul. Und als ich diesen Titel gelesen habe, dachte ich mir, das Spiel, das ist genau was für mich, nämlich mit meiner bayerischen Herkunft. Da muss ich natürlich in die Alpen zurück, in meine wunderbare Heimat. Und wenn es in den Alpen Ghule gibt, dann müssen wir herausfinden, warum es dort Ghule gibt. Und natürlich muss ich auch heute bayerisch reden. Nein, ich werde nur teilweise bayerisch reden. Aber ich würde sagen, wir starten mal in dieses wunderbare Game. Es scheint ein Stealth-Game zu sein. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Geduld wahrscheinlich. Los geht's, Alpenghoul. Eine sehr enthusiastische Techno-Musik. Oh, liebe Güte, ich sehe jetzt schon fast nichts. Was ist denn hier los? Mei, was ist da los? Mei, bin ich wieder eingeschlafen? Mei, wir haben gerade auf Hashbar gemacht und dann bin ich plötzlich einpinnt. Okay, Rennen ist laut. Merkt euch das, Rennen ist laut. Gott, Rennen ist laut. Kann ich diese Lampe mitnehmen? Nee. Das ist ja auch das Erste, wenn ich in der Höhle aufwache. Das ist, was ich mache, ist einfach die Lampe hier liegen lassen. Ganz clevere Entscheidung. Los geht's. Oh, mei. Ich sag's dir. Mei, Schorsch, ich hab wieder gesoffen. Mei, okay. Wir können crouchen. Auch sehr gut. Und da vorne ist das Licht am Ende des Tunnels. Ja, geh, sag's, mei. Was ist denn hier los? Eine Taschenlampe, die nehme ich mit. Komm. Mein Gott, da liegt der Schorsch und irgendwer hat ihm die Rübe abgebissen. Mei, tragisch. Ach, da liebe Goethe, was ist denn mit dir passiert? Aber es ist schön, wie er auch noch an seinen Hals fasst, so als hätte er verstanden, dass er keinen Kopf hat. Okay, ich sehe schon, mit dem Alpenghoul ist absolut nett zu scherzen. Na. Das Licht aus und zu machen. Aus und zu. Aus und zu. Hör auf mit dem blöden Licht rumzuspielen. Wir müssen jetzt dem Alpenghoul entkommen. Kopf einziehen, sonst haust du noch den Schädel Obi genauso wie der Schorsch. Mein Gott. Mein Gott, ich kann es leiden. Ja, dieses Jahr sausen, Mai. Das wird großartig. Das wird absolut großartig. Los geht's. Juhuhui. Ach du Scheiße, okay. Krass. What the shit? Das geht viel cooler, als ich dachte. Mein Gott, ich mag Skifahren. Ich sag's da. Großartig. Mein Gott, wir sind hier mit dem Alpenghoul allein. Hier kommt's leid gleich weiter. Los geht's, weiter geslidet wird. What the shit? Alter, pass auf deine Hämorrhoiden auf. Ja, genau. Genau, so läuft's. Echt, so läuft's. Hallo? Bin ich tot? Nein, ich bin nicht tot. Es ist nur kurz schwarz geworden, weil ich hier voll dagegen gekracht bin. Ist das so ein Spiel, wo ich hinhorchen muss? Muss ich gestehen, ich bin ziemlich schlecht im Hinhorchen. So. Ja, okay, was ist das? Ah, mei, Radio, großartig. Können wir jetzt ein bisschen Volksmusik hören? Mei, das Mariandl. Aus dem Wachauer Landl, da freie ich mich. Das ist nett, das Mariandl. Mein Gott, was ist das für eine entspannte Musik dafür, dass das ein Horrorgame ist? Also, wie gesagt, in Stealth bin ich richtig gut, wie ihr wisst. Das heißt, es wird auch nicht ewig dauern, bis ich hier überlebt habe. Ich glaube, dieses Spiel besteht nur aus Stealth-Passagen. Hallo? Was ist eigentlich ein Alpenghoul? Ist das sowas wie ein Yeti? Geh, sag, wo ist denn der Alpenghoul? Was frisst der Alpenghoul so? Ist der auch ein Schweinshocks mit Parmesan? Das wird ihm schon richtig gut schmecken, glaube ich. Hallo? Großartig. Was sehe ich von hier? Eigentlich nichts, außer einen hübschen Wanderweg. What? What the shit? Geht ab? Hallo? Hallo, was ist los? Warum ist hier Panikmusik? Nein! Mein Gott, wer bist du denn? Willi Weißwurst. Zumindest bist du sehr, sehr bleich. Ja, und dann hat er mir auch den Kopf abgebissen. Das ist so ein Scheiß. Okay, ich sehe schon, mit dem Alpenghoul ist nicht zu scherzen, der ist nämlich vollkommen nackt, das respektiere ich, respektiere nackte Menschen. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Ja, die Richtung da drüben war tot, jetzt gehen wir mal in die. Nein, ich bin voll vor den Ghoul gerannt. Komm, slide durch. Okay, hier erwischt er mich nicht, oder? Hier erwischt er mich nicht. Hallo, wo ist er? Er erwischt mich hier? Entschuldigung, Sir, ich habe eine Frage. Okay, ich halte's Maul. Ich halte einfach das Maul. Ich geh jetzt rutschen. Ach du liebe Güte, ich glaube, das kann so ein Spiel werden, das mich fix und fertig macht. Nein, rutsch halt, du Hannes. Echt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt. Oh, Gottes Willen.
Gottes Willen. Ich voll gegen die Fresse gerutscht. Was? Was steht hier? Stopp! Gottes Willen, hier ist schon wieder Panikmusik. Ich rutsche hier in irgendeine Höhle rein. Wo bin ich denn zum Teufel? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber er verfolgt mich bestimmt. Hallo, 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 ich möchte nicht sterben. Okay, hier komme ich rein. Ach du liebe Güte, warum bin ich denn jetzt in einer Höhle? Was gibt's hier in der Höhle? Hallo? Sir, ist alles okay? Irgendwie ist das super unheimlich hier. Runtergefallen. Okay, okay. Ich krieg hier rein. Ich krieg hier rein. Ich höre nämlich schon wieder Panikverfolgungsmusik. Ach du liebe Güte, das ist genau mein Spiel. Die ganze Zeit vor irgendeinem Alpen-Weißwurst-Willi wegrennen. Echt, das ist exakt mein Game. Okay, wir gehen tiefer in die Höhle rein. Sag mal, wer hat denn diese schicken gewebten Teppiche ausgelegt? Mei, das ist so schön hier. Da kann man sich richtig heimisch machen. Jetzt noch mit der Zenzi. Ein kleines Stell dich ein hier auf diesem Teppich. Nein. Nein. Nein, die Zenzi treffen wir wahrscheinlich erst später. Zenzi treffen wir erst später. Wo müssen wir eigentlich hin? Nee, wirklich blöde Frage. Wo müssen wir hin? Solche Höhlen gibt's in Bayern. Ja, doch, Lex, Pierre, Marsch, du. Was ist das? Eine Kassette. Ich hab die Kassette genommen. Kann ich mir die anhören? Wahrscheinlich eine Boombox, oder? Los, zurück zur Boombox. Gottes Willen, ich kann hier sogar auf Asphalt mit meinem Arsch rutschen. Das wird meinem Arsch furchtbar gut getan haben. Was ist das für ein Tape? Hallo? Josh, bist du's? Josh, sprichst du zu mir aus dem Jenseits? Was an Obstler machst? Ja, bring ihn mit, wenn ich auch tot bin. Nein, nein, ich weiß wirklich nicht, was hier abgeht. Ich weiß wirklich nicht, was hier abgeht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nach oben und versuchen irgendwie rauszukommen. Ich habe keine Ahnung, was das für Tapes sind. Ich habe gehört, es gibt hier verschiedene Enden oder auch Secret Endings. Hier sieht gut aus. Hier sieht super gut aus. Hier gehen wir hoch. Das ist eine Rampe, die führt uns bestimmt zur Skihütte von der Zenzi. Wo es ein Obstler und ein Schweinshoxen mit Parmesan gibt. Freue mich drauf. Das ist ganz scheiße. Das ist ganz scheiße! Sir, mein Gott, könnten Sie sich nicht vielleicht wenigstens ein Höschen anziehen? Das wird. Nein, nein, kannst du. Ja, okay, keine Hose. Keine Hose für dich. Ausgezeichnet. Okay, wir versuchen es nochmal über die Höhle. Die scheint ja irgendwie wichtig zu sein. Ich weiß nicht, ob wir über die Höhle müssen oder irgendwo unten entlang müssen. Aber ich liebe es zu sliden. Yes, jetzt geht's los! Hier müssen wir runterspringen. Ab in die Höhle. Und voll auf den Asphalt entlang gerutscht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ist hier in der Höhle auch der Alpenghul? Ich glaube schon. Da ist der Alpenghul! Lauf, 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 lauf! Hier kommt er bestimmt nicht rein, oder? Gottes Willen. Sir? Sir, können Sie bitte eine Hose anziehen? Ich finde Ihren Po sehr erotisch. Sehr erotisch. Mein Gott, Sie haben ja Krähenfüße. Er ist abgehauen. Schleiche jetzt weiter durch die Höhle hindurch. Mal mit der Taschenlampe gelegentlich mal angeschaltet. Er sieht uns ja. Nein. Ich höre was. Ich höre was. Ich glaube, der verfolgt uns. Das wäre ganz blöd, wenn der uns verfolgt. Ich weiß nämlich nicht, wohin. Bin nämlich adept zu... Irgendwie bringt mir diese blöde Höhle kein Glück. Also immer, wenn ich in die Höhle gehe, werde ich gefressen. Was ist denn, wenn ich nicht in die Höhle gehe? Gehen wir doch mal davon aus, dass ich einfach nicht in die Höhle gehen sollte, hm? Vielleicht gibt es einen Weg außenrum zur Zenzi. Und ja. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Gottes Willen, ich glaube, ich bin entkommen. Da war so ein kleines Ding. Ja, bist du jetzt sauer? Das tut mir sehr leid. Sie haben einen wunderschönen Po. Mein Gott, schaut euch mal den erotischen Arsch an. Mein Gott, das ist ein Knackarsch. Komm an. Das hat er gehört. Das hat er echt gehört. Okay. Nächste Lektion. Beginn nicht über seinen Knackarsch zu reden, sonst fummelt er dich aus dem Loch raus. Ach du liebe Güte, ich sehe schon. Das würde erstmal eine ganz schöne Herausforderung herauszufinden, wo er denn überhaupt herkommt. Halt, halt, wo rutsche ich hin? Nein, da ist der Alpenghul! Geh da rein, wieder in das kleine Loch! Mr. Alpenghul, mein Willi Weißwurst, du hast so ein bezauberndes Lächeln. Du hast ein bezauberndes Lächeln. Hör auf, den zu reizen. Wirklich, hör auf, den Typen zu reizen, das lohnt sich nicht. Warum gibt's hier denn überall Kassetten und so ein Bullshit? Weird. Super weirdes Game. Ich find's bisher echt spannend. Ja, komm, geh weiter. Gehen Sie weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Schnell hier raus.
gleich heraus. Ich glaube nicht, dass der mein Mikro hört. Gibt es ja übrigens mittlerweile immer öfters, dass der mein Mikro hört oder sowas. Oder dass das Mikro mit aufnimmt. Was ist das? Ja, mein, das ist ein Latten. Das nenne ich mal ein Latte Macchiato. Scheiße, ich habe zu viel gelabert. Okay, GHC, großartig. Merkt ihr vielleicht in Stealth-Games nicht die ganze Zeit blöd rumlabern und Latten anschauen? Ist interessant, vielleicht auch Latten sind im Stealth-Modus, nicht die Latten anschauen. Okay. So, hier sagen wir. Mr. Alpengul, sind Sie hier irgendwo? Ich hoffe nicht. Wäre super, wenn Sie hier nicht wären. Er ist hier. Warum ist denn dieser Ghoul überall? Kann doch nicht sein, dass der Zipfel überall auftaucht. Aber Mr. Alpengul, jetzt verzieht sich mal. Ihr habt nicht den ganzen Tag Zeit vielleicht. Sie haben ja super heiße Nippel. Ich muss sagen, also diese Nippelkur hier in eisiger Wind und Finsternis finde ich sehr beeindruckend. Jetzt hau ab! Hau ab, ihr habt nicht den ganzen Tag Zeit, deine Nippel zu begutachten. Ich hab den ganzen Tag Zeit, seine Nippel zu begutachten. Jetzt verzieh dich! Was machst du denn? Hier, ich leuchte dich an mit deinem blöden Lächeln. Gott, jetzt verzieh dich doch, du Hannes. Er hat sich verzogen. Verzogen, aber ich weiß leider nicht wohin. Da ist er. Nein! Jetzt hau doch ab mit deinem Bierbauch! Aber dein Arsch ist super sexy. Arsch ist super heiß. Hör auf! Auf in seine Falte zu gucken. Hör auf in die hypnotische Falte zu schauen. Wir müssen die nächste Höhle finden, wo wir uns verstecken können. Ich weiß nur nicht wo. Hier? Hier ist gut. Hier können wir ihn, glaube ich, abhängen. Hier können wir ihn abhängen. Der kommt doch hoffentlich nicht durch. Weiter geht's. Wo sind wir hier? Mei, das schaut gut aus. Das schaut so gut aus. Okay, hier sind wir erstmal sicher. Vom Weißwurst, Willi. Weil ich sag's so, wenn der mich erwischt, der zuzelt mir aus wie ein Weißwurst. Das ist grauenhaft. Und kein Mensch, wirklich kein Mensch sollte wie ein Weißwurst zuzelt werden. Na, ich weiß nicht, kennt ihr Weißwurst und mögt ihr Weißwurst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist doch ein sehr gewöhnungsbedürftiges bayerisches Essen. So, hier geht's irgendwie hoch. Hoch ist immer gut. Da fühle ich mich so erhoben, wenn ich hochgehe. Was ist das? Das sieht nach einer riesigen Gebirgskluft aus. Klar, geh mal durch. Sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Dankeschön. Oh, hier ist eine Höhle. Ich will mich kurz vorm Alpengul verstecken. Mein Gott. Die Frage ist, wie lange muss ich mich hier verstecken? Dass er vorbeigeschlichen ist? Kommt der denn überall hin? Oder weiß der, wo ich bin? Ich habe ihn kurz gesehen und seinen knackigen Hintern. Da hinten geht er. Ach du liebe Güte, da komme ich nie vorbei an dem. Nee, ohne Scheiß, ich komme da nicht vorbei. Da kommt er wieder. Okay. Schleichen. Scheiße, ich glaube, der schleicht immer im Kreis rum. Total bescheuert, dass der jetzt im Kreis rumschleicht. Nein! Okay, aber die Höhle sieht ganz gut aus. Die Höhle ist höher gelegen, die sieht ganz gut aus. Mei, deine Zunge, das ist unglaublich. Was du mit deiner Zunge und mit deinem Kiefer machen kannst, ja, leckst mich am Arsch. Du musst mir mal da erzählen, wie viel Schweinshaxen du gleichzeitig essen kannst. Sir, Mr. Ghoul. Oh no, he doesn't speak my language. He's a foreigner in Bavaria. I'm from Bavaria. Can you please go away and not eat our Weißwurst? It would be very nice. Thank you. Sag mal, geht's noch? Da fummelst du hier. Okay. Jetzt verzieh dich, du Hannes. Wir probieren jetzt ein paar andere Routen oben aus. Aber ich möchte eigentlich wieder zur Höhle. Die sah nämlich richtig gut aus. Mei, und rodeln morgen. Ja, hier, rodeln wird. Eigentlich möchte ich wieder mal so richtig rodeln. Das ist der gleiche Weg hier hoch. Geht's hier irgendwie weiter? Bitte lass es hier weitergehen. Sehr schön. Nach oben ist immer gut. In den Alpen ist nach oben immer ein Aufstieg. Großartig. Jetzt gehen wir hier hin. Mei, hier ist super. Hier ist absolut super. Juhuhui. Ach du Scheiße. Nein, ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, das war super dumm. Hier wieder runter zu rodeln. Nein, wo bin ich denn jetzt? Da oben ist er. Okay, wenn er hier oben ist, gehen wir hier unten entlang. Überhaupt kein Problem. Wenn er oben ist, gehen wir unten durch. Unten durch. Wir gehen jetzt einfach unten durch. Scheiße, ich bin, glaube ich, in der gleichen Höhle wie vorher. Kann das sein? Alex Biomorsch, das ist... Nein, das kannst du vergessen. Hier, ich spring mit meinem Arsch in Sicherheit und rodel dir weg, du Arschgeige.
Nein! Und dann bin ich wie ein so blödes Sushi-Stück auf dem Band direkt in seine Fresse gerodelt. Großartig. Aber ich glaube, der Weg war gut. Der Weg ging richtig weit hoch. Das probieren wir gleich nochmal. Der verzieht sich nach unten. Das ist gut. Das ist unsere Stunde gekommen. Die Stunde des Bayern ist gekommen. Jetzt geht's auf hier. Auf hier auf den Berg. Ab nach oben. Dann ab durch diese Höhle. Und da geht's irgendwie so geradeaus rechts halten. Geradeaus rechts halten. Bloß nicht verstecken, sonst geht er die ganze Zeit im Kreis rum. Das habe ich schon einmal probiert. Das funktioniert nicht. Ich bin ja nicht blöd. Na, blöd bin ich nicht. Ich bin super intelligent. Super intelligent. Wie ihr wisst. So, geht's hier irgendwo bergauf? Hier geht's bergauf. Das ist gut. Das ist gut. Will weiter nach oben. Will weiter nach oben. Ich muss auf den Gipfel, Obi. Hier geht's nicht auf den Gipfel, Obi. Aber hier geht's irgendwo durch. Da könnte ich ihn abhängen, wenn er mich sieht. Könnte ich ihn abhängen? Hier geht's auf. Ausgezeichnet. Ich glaube, wir machen Fortschritt. Machen, glaube ich, endlich Fortschritt. Mei, die Alpen. Mei, Heimat, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Mei, da fühle ich mich daheim. Daheim ist daheim. Hallo? Auch irgendwo hierher sliden können. Scheiße, ich höre ihn. Das war nicht intelligent. Da war, glaube ich, irgendwas. Wir machen mal das Licht aus und schleichen mal. Wollen hier nicht sofort gesehen werden. Das ist bestimmt der Zirkroster, ich sag's da. Das sehe ich sofort. Der ist bestimmt sein Weißwurst auf dem Ketchup. Hä, wer ist das denn? Ist das ein grüner Mann? Hallo? Sir, geht's Ihnen gut? Gottes Willen, ist das ein Alien? Ist Ihnen ein bisschen kalt? Ich hol Ihnen eine Wärmdecke. So, zum Einstecken und so weiter. Das ist eine Kassette. Okay, interessant. Wir haben noch eine Kassette gefunden. Wo geht's hier weiter? Mei, das ist die Skihütten von der Zenzi. Großartig. Mei, die Zenzi, die hat solche Glocken. Solche Glocken hat die Zenzi. Ich frei mich. Alter, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ab zur Skihütte. Los geht's. Hallo? Wie seltsam ruhig hier. Ich habe schon ewig den Weißwurst will ich nicht mehr gesehen. Auf hier geht's. Auf hier zur Skihütten. Mei. Oh, ich kann's kaum erwarten. Mei, an Willi zu trinken und das Schweinshoxen zu essen. Area under construction. Warum steht das nicht in Bayerisch da? Das versteh ich doch nicht. Nein. Hör auf mit deinem Bayerisch. Das ist eine Krankheit. Das ist wirklich eine Krankheit, GG. Hier sehen wir die neueste bayerische Sanitärtechnik. Es nennt sich Scheißen im Schnee. Großartig. Großartig. Ja, ist wunderschön. Hallo? Kann ich mich hier einsperren? Hallo? Anscheinend nicht. Will ich das wirklich aufmachen? Da steht der Missing Link between Brokkoli und Man. Großartig. Mei, hier ist so schön. Was ist da drin? Was ist das? Nein, wirklich, was ist das? Kann ich näher ran? So, nee? Oh, liebe Güte. Das ist eine Wurst, aber das ist keine Weißwurst. Das ist eine Braunwurst. Wir entfernen uns von hier. Das ist super schön hier drin gewesen. Leb wohl, ich komme nicht wieder. Ja, Zenzi, komm, lass mir eine. Lass mir eine. Gib mir was zu trinken. Hey? Nein, die Geräusche. Was to be continued? Das war jetzt schon der Prolog. Alpenghoul. Was war das für ein Game? Oh, Death Count. 8. 8-mal bin ich gestorben. Ja, überhaupt kein Problem. 8-mal ist ja kaum. Ist ja fast nichts. War das das einzige Ende? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Nein, keine Ahnung. War es das einzige Ende? Ich glaube, es gibt mehr Enden. Was ist denn das Ski-Freak? Ein Leben, keine Respawns, no Saves. Nothing to unlock. Warum sollte ich es dann machen? Nein, wirklich, warum sollte ich mir diesen Stress antun? Okay, ich bin mir nicht sicher. Keep searching the mountain, du bist noch nicht fertig. Ja, tatsächlich muss ich aber sagen, glaube ich, bevor ich jetzt den ganzen Berg absuche, gucke ich mal, ob ich schnell das andere Ende erreichen kann. Wenn nicht aber, sehen wir uns gleich wieder.
Ja, liebe Kultisten, da sind wir wieder. Willkommen zurück im Hauptmenü vom Alpenghoul. Ja, ich muss sagen, ich fand das Game ziemlich funny. Das Monster-Design ist funny und das mit den Sliden ist auch ziemlich funny. Es ist nicht so mein Game, weil es halt ein Stealth- und Wegrenn-Game ist. Es gibt tatsächlich noch ein Second-Ending, wie ich gesehen habe. Aber das ist super schwer zu bekommen und da das Game selber nicht so leicht ist, würde ich sagen, schauen wir uns das Second-Ending nicht an. Besonders, weil ich gesehen habe, dass es auch nicht so besonderes ist. Man muss super viele Kassetten einfach nur finden. Es gibt aber irgendwelche besonderen Modi und so weiter, die man freischalten kann. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ich behalte es tatsächlich mal im Auge. Besonders, weil Alpenghoul ist ja mal Heimat. Mein, da mag ich halt einfach hier, ne? Daheim ist daheim. Und deswegen, wenn ihr das Second Ending mal sehen wollt oder vielleicht wollt ihr es ja auch selber zocken, findet doch vielleicht alle Kassetten, die hier irgendwo in den Alpen versteckt sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo oder hittet die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Möge aber der Alpenghoul nicht von eurer Weißwurst zuzeln. Nein, mögen die großen Alten euch beschützen. Macht es gut. Bis zum nächsten Horror. Bis dann. Ciao.